Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Dark Souls. Ich habe lange diesen Part hier hinausgezögert, ja, weil jetzt kommt so ein Abschnitt, auf den habe ich irgendwie nicht so mega viel Bock. Also ich kann mir zum Feierabend durchaus schönere Beschäftigungen vorstellen, als mich in Schandstadt umherzubewegen, aber irgendwann muss ich mich diesem Thema ja stellen, denn ich möchte ja gerne die anderen Orte, die darauf noch so Folgen aufsuchen und euch ein bisschen mehr vom Spiel zeigen, und ich bin jetzt schon wieder total raus und hoffe trotzdem, dass ich das hier irgendwie hinkriege. Und ich glaube, wenn ich hier irgendwann mal den Punkt erreicht habe, wo ich diese ganzen Giftspucker hier aus dem Weg geräumt habe, und da müsste jetzt rechts von mir schon wieder so einer sein, dann werde ich auch anfangen, ein bisschen tiefenentspannter durch durch Schandstadt durchzulaufen. Nein. Okay, sehr schön. Mein Ziel ist nämlich für diese Folge, ich weiß gar nicht, ob mir das gelingen wird, das weiß man ja im Vorfeld immer nie so genau, aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, das nächste Leuchtfeuer hier irgendwie zu erreichen. Und eigentlich ist es, wenn man die Luftlinie nimmt, gar nicht so weit weg und müsste eigentlich voll machbar sein. Aber das ist jetzt der Teil, wo ich so orientierungstechnisch irgendwie immer nicht so klar gekommen bin. Also den Teil, den ich jetzt schon hinter mir gelassen habe, der ging zwar, der war zwar auch recht anspruchsvoll, so was die Frage anbelangt, wo ist jetzt der richtige Weg und wo muss ich hin und überhaupt. Also für mich zumindest, ne, wenn, oh nein, ich habe diese Abkackvergiftung. Oh nein, das ist gerade echt uncool, weil ich wollte hier eigentlich noch ein bisschen rumlaufen und mal gucken, habe ich mir eigentlich diese Moosklumpen mit Blume? Nein, die habe ich mir natürlich nicht ausgerüstet. Und was kann man noch nicht? Ja, man kann das Spiel natürlich nicht pausieren. Okay, Kumpel, dadurch, dass du mir dir gerade irgendwie zu viel... Oh, ich glaube, das kriege ich nicht hin. Ich glaube, das kann ich mir mal volle Möhre knicken. Aber wisst ihr, was ich machen kann? Ich könnte ja meinen Tod ein bisschen hinauszögern, indem ich hier einen Flakon nehme. Dann mal ganz schnell wieder zu dem anderen hier zurückrenne, der irgendwie nicht mehr da ist. Und jetzt sollte ich langsam wirklich mal gucken. Ich habe hier nur immer voll die Panik, dass gleich irgendjemand ums Eck kommt und so. Wartet mal. So, warum habe ich das vorher nicht gemacht? Frau Negoja, Sie sind heute wieder sehr schlecht unterwegs, was Ihre Organisation anbelangt. Warum habe ich ihn da? Ja, ich wollte gerade sagen, ey, habe ich irgendwie Volltomaten auf den Augen oder was? Nein, jetzt bin ich da voll vorbei. So, einmal die hier. Genau. Wow, Gott sei Dank habe ich ein paar davon, ey. Das wäre ansonsten hier ganz anders ausgegangen. Mich beunruhigt gerade ein bisschen, dass ich ja jetzt hier schon wieder meine ganzen Flakons verbraten musste. Gucken wir mal, ob das auch so irgendwas wird. Ja, das ist dieser blöde... Hä? Wie bist denn du gerade hochgestiegen? Voll durch mich durch, oder was? Ignorier mich einfach, ja. Tu so, als wäre ich ein Strich in der Landschaft, obwohl ich ja eigentlich voll der dicke Mann mit der dicken Rüstung bin. Denn ich bin der moosbewachsene Jochen, ja. Wenn du jetzt Negoja sehen würdest, die dürftest du gerne übersehen, ja. Aber Jochen, hallo, ich lege Wert drauf, als gestandener Mann angesehen zu werden. Mann, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Ich wusste nicht, dass der hier steht, obwohl ich das eigentlich hätte mir noch... Ach, Mist, ey. Aber gut, immerhin habe ich jetzt hier mein Zeug und jetzt darf ich nur nicht wieder vorbei scrollen. So. Okay, das hat geklappt. Wow, das hat geklappt. Sehr schön. Jetzt habe ich hier endlich hoffentlich ein bisschen Ruhe. Ich weiß gar nicht, ob das der ist, der mich da vorhin auch angespuckt hat. Ich bin hier irgendwie gerade voll überfragt. Ich erinnere mich an diese Ecke irgendwie gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, dass... oh, ich dachte, der wäre mit einem Schlag hinüber. Ich weiß auch nicht, woher ich meinen komischen Optimismus gerade genommen habe. Ja, ich dachte eigentlich, der wäre... Ich glaube, es gibt nämlich einen, der irgendwie noch auf so einem höheren Plateau irgendwie ist. Also, ob dieser Schild jetzt gut ist, den wir da gerade gefunden haben, weiß ich nicht. Ich habe noch nie mit dem gearbeitet. Und an mein cooles Kristallschild kommt sowieso nichts ran, habe ich gerade beschlossen. Ey, und dieses ekelhafte, dreckige Vieh mit seinen 4-3 Haaren und der glitschigen, ekelhaften, dreckigen, widerlichen Oberfläche, das werden wir auch gleich aus dem Weg räumen. Nicht, weil wir es müssen, sondern weil ich ansonsten nicht mehr ganz, nicht mehr so ganz entspannt hier durch dieses Gebiet laufen kann, weil ich das doch ziemlich widerlich und abstoßend finde. Und wenn mir da so ein Ding mit seinen ekligen, insektenartigen Haaren den Rücken streichelt, dann bin ich da nicht so, begeistert. Ah, guck mal, ich kann den von hier schon andingsen. Probieren wir das doch gleich mal. Ich kann auch gleich meine schweren Seelenpfeile dafür verwenden. Ja, Spiel stürzt einfach ab.
Bei dem ist irgendwie voll komisch, weil da sieht man irgendwie immer nicht, wie viel Schaden man austeilt. Ansonsten wäre ich da... Achso, okay, ich wollte gerade sagen, weil der verträgt nicht sonderlich viel. Der ist im Nahkampf auch irgendwie voll ätzend. Also ich weiß nicht, ob das so ein... Ich glaube, das ist sogar so ein Vieh, was einem so die Ausrüstung wegfuttert. Ich bin mir aber nicht mehr zu 100% sicher. Und das, was der jetzt hier bewacht hat, ist für uns auch vollkommen irrelevant. Aber erstmal haben, ne? Ich bin immerhin, ich spiele ja immerhin Jochen, ne? Da muss ich ja ein bisschen hier auf Hahnkämpfe und so aus sein, damit er sich ja auch in meiner Obhut nicht so ganz unwohl fühlt, ne? So, hier kommt jetzt mit einer der ätzendsten Stellen, weil da unten, da ist irgendwo so ein dicker Klops und der wird von solchen komischen Zombie-Viechern, Dingsbumsis, begleitet. Und dieser Ort hier zum Kämpfen, der ist einfach mal denkbar ungünstig. Ah, da ist er auch schon. Und eigentlich ist dieser Gegner ja gar nicht so schwer, ja. Ich habe den ja schon ein paar Mal hier umgenietet, ohne dass ich hier irgendwie ganz bösen Schaden davon getragen habe. Aber ich glaube, jetzt gelingt mir das gerade ganz gut. Ey, das hat geklappt. Das hat geklappt. Das ist wirklich so eine absolute Fruststelle eigentlich für mich. Ich bin gerade voll begeistert. Ihr habt mir bestimmt voll die Daumen gedrückt, ne? Ihr quetscht bestimmt immer eure Daumen, wenn ihr euch die Parts anguckt und denkt euch immer, oh, Frau, was tust du da? Nein, okay, warte mal. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwas... Ja, genau, hier ist nämlich eine Leiter. Und da oben, da ist, glaube ich, noch so ein Spucker. Und da hatte ich eigentlich auch... Ja, ich dachte eigentlich, dass der mich da vorhin vergiftet hat, der hier oben ist. Vielleicht war der das auch. Ich verstehe nur nicht, was der da unten verloren hat, weil ich mich an den eben nicht mehr erinnern kann. So, dann ist der auch weg und wir haben Glück, dass wir jetzt hier immer diese Moosklumpen mit Blume bekommen. Denn, ja, dann können wir jetzt hier in diesem Gebiet zumindest, in diesem Teil von Schwanstadt, Schwanstadt ist ja leider noch nicht zu Ende, können wir jetzt hier erstmal nicht mehr dieses eklige Gift abbekommen. Ich habe übrigens keinen Plan, ob ich jetzt hier alle, all diese Leichen und sowas alles mitnehme. Ich habe hier vielleicht irgendwas ausgelassen. Aber da weiß ich jetzt nicht. Da werde ich jetzt auch nicht extra deswegen zurückgehen. Ich glaube, hier in diesem komischen grünen Raum gibt es auch noch voll die Secrets. Aber die habe ich irgendwie nie alle gefunden. Also irgendwas Schönes gibt es hier auf jeden Fall noch. Aber mit schön meine ich jetzt nicht irgendwas... Hallo, warum läufst du denn da nicht hin? Nur weil da irgendwelche Krugstückchen oder was sind, ey. Ich muss mir echt nochmal überlegen, ob du wirklich ein Mann bist, ey. Kann's ja wohl nicht sein, was du hier für eine Show abziehst, ey. Oh, ich lauf da nicht vorbei. Da könnte ich mir einen Splitter in den Fuß rammen. Mann, Kamera, ey. Was machst du denn? Ja, aber hier, weißt du, einfach mal voll nah am Abgrund stellen. Aber Angst haben, in so eine Scherbe zu treten. Jochen, ey, muss man nicht verstehen, ne? Weiß gar nicht, wie viel... das wollte ich eigentlich immer zu Beginn eines Parts gucken. Das habe ich jetzt ja auch schon wieder voll verpennt. Wollte eigentlich immer gucken... Wie viele Seelen ich brauche, um das nächste Level abzubekommen. Das weiß ich nicht. Und das hier ist mal voll die lustige Rutsche. Ah ja, genau. Und hier hätten wir das eklige Schlangenvieh dann noch gesehen und hätten das von hinten irgendwie aus dem Weg räumen können. Aber ich bin jedes Mal sehr dankbar, wenn ich da nicht allzu nah ran muss, weil das Vieh aus nächster Nähe noch widerlicher aussieht als aus großer Entfernung. Genau, deswegen gehe ich jetzt hier mal den regulären Weg. Wie gesagt, ich glaube, es gibt hier irgendwie in dieser ganzen Ecke, also in diesem ganzen großen Raum, also der ist relativ groß, weil das geht da nach unten voll weit hin und nach oben und überhaupt. Und dann gibt es hier bestimmt Ecken, die ich noch nicht kenne. Auf jeden Fall kann man sich hier, glaube ich, irgendwo runterfallen lassen oder so, um dann an irgendein Item oder so zu kommen. Ja, so wie da zum Beispiel. Soll ich das probieren? Ich sehe mich hier schon wieder in die Tiefe stürzen und dann verkacke ich bestimmt die Stelle, die ich gerade noch irgendwie so halbwegs hinbekommen habe. Achso, das Ding kann ich gar nicht weghauen. Ich dachte, das könnte ich wegkriegen. Ich habe gerade voll Angst, dass ich dann... Wartet mal, ich probiere das einfach mal. Dann gehe ich halt drauf. Nee, ich lebe noch. Ich bin sogar voll safe gelandet und so. Und wir haben eine Peitsche. Keine Ahnung, was die kann oder was die nicht kann. Wir können ja mal gucken, mit was die skaliert. Ich finde immer die Skalierung total spannend. Anzeige umschalten. Mit Beweglichkeit. Nö. Jochen ist ja keine schwule Elfe, ne? Jochen ist ja hier ein gestandener Mann. Das versucht er sich zumindest einzureden. Guck mal, ey, das sieht aus wie so ein Suizidalbalken. Ich stürze mich in die Tiefe mit Stil und hänge mich da vorher noch dran. Ach, guck mal, da unten, das ist, glaube ich... Ich glaube, ich weiß, was das da unten ist. Ich glaube, da unten ist das Leuchtfeuer, wo ich eigentlich hin möchte. Das habe ich gerade so ein bisschen an der Truhe festgemacht. Ich habe auch keinen blassen Schimmer, wo ich jetzt hinkomme. War ich hier überhaupt schon mal? Ich weiß das gar nicht mehr.
So, wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich glaube, ich war hier noch nie, oder? Ich habe voll keinen Plan. Hey, ich glaube, ich bin da. Nee. Ey, Leute, ich weiß gerade wirklich nicht, wo ich bin. Warte mal, vielleicht sollte ich einfach mal rausgehen. Ist hier eine Leiter? Nee. Ich komme also, selbst wenn ich wollte, komme ich jetzt nicht mehr hoch. Hä? Okay, was ist denn das für eine... Da sind Tote, ne? Ey, warum habe ich denn wieder so viel Energie verloren? Ach, wegen dem, ich bin gerade voll verwirrt. Also eigentlich kenne ich das ja ganz gut, aber... Hier... Ach so. Ach, ich glaube, ich weiß. Hä, aber eigentlich musste ich doch immer durch eine Nebeltür, um diesen Punkt jetzt zu erreichen. Das war immer so meine Eselsbrücke. Dass diese Ekelviecher hier ankommen, wenn ich eine Nebeltür durchlaufen habe. Ach, die ist bestimmt hier oben. Oder? Weil ich glaube, wenn man aus dieser Nebeltür kam, da musste man immer irgendwie runterklettern. So habe ich das irgendwie noch so in Erinnerung. Und das würde ja dann ganz gut zusammenpassen. Also jedenfalls ist hier nicht der richtige Weg. Ich hoffe jetzt mal, dass ich die Nebeltür gleich habe, damit meine kosmische Ordnung wiederhergestellt ist. Und da ist sie sehr schön. Und da ist sie. Und da bin ich wieder glücklich. So, ich glaube, hier gab es nämlich jetzt nichts sonderlich Großes. Was war denn das gerade? Jochen, was tust du? Ey, meine Nebeltür ist kaputt. Hä? Durch den... Ach, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Oh, ich bin durch diese ganzen JRPGs immer so voll getrimmt auf. Mit Rot gehst du durch eine Tür. Aber okay, dann haben wir das jetzt hier, weil da oben müsste eigentlich... Ich gehe mal sicherheitshalber nochmal... Ach, ich brauche gar nicht nach oben zu gehen. Ach, das ist doch dumm. Weil ich habe mich doch da runterfallen lassen. Dann weiß ich doch, wo ich bin. Alles klar, jetzt weiß ich wieder, wie ich hier weiterkomme und überhaupt. Also hoffe ich zumindest, weil dieses ganze große, riesige Areal mit dieser riesigen XXL-Kloake da unten, das können wir... Da war ein Schatz. Wie komme ich denn da hin? Das weiß ich irgendwie nicht mehr. Wartet mal, vielleicht kann ich mich da irgendwo fallen lassen. Ja, dieser riesige Sumpfdings, Ekelzeugs, Gebietzeug, das können wir alles belatschen, ne? Und das ist da voll blöd, weil da gibt es so hässliche Moskitos und da wird man immer vergiftet und ja, aber da gibt es auch unglaublich viel zu finden und so und das werde ich wahrscheinlich alles sammeln, aber vielleicht nicht mehr in diesem Part. Vielleicht werde ich vorher auch sterben, bevor ich den Boden erreiche, da wir hier noch ein paar ekelhafte, dreckige Giftspucker haben, die sich nicht waschen können. So, die vertragen nicht sonderlich viel. Eigentlich kann ich da direkt frontal auf die zu. Die haben nur den Nachteil, die haben so eine komische Feuerattacke, die aus deren Mund irgendwie kommt und so. Und wenn die einen trifft, dann macht die voll viel Schaden und so, ne? Also wenn man irgendwie nicht irgendwie voll die tolle Rüstung hat oder andere Tricks kennt, die ich noch nicht kenne und so. Und ja, so, ich weiß jetzt nicht, wie es... Oh, Mann, jetzt bin ich schon wieder vergiftet. Wo hat mich das denn getroffen? Ach Mann, ey, ich weiß zwar, wo der steht, aber... Ich dachte eigentlich, dass ich mich jetzt hier voll geschützt hätte davor. Mann, ey, Jochen, du bist aber auch heute wieder empfindlich. Komm, mein Schild die ganze Zeit oben, ey. Ich glaube, ich gehe diesen Idioten jetzt erstmal aus dem Weg räumen. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Ja, da sehe ich den doch schon. Mann, ey, diese Dinger nerven echt sowas von. So, und jetzt bitte noch eine mit Blume. Ja, toll. Super, ey, das Spiel, das lacht mich hier gerade schon wieder voll aus, habe ich das Gefühl. So, hier haben wir jetzt ein bisschen was an... Wandererzeugs und den Falchion. Da weiß ich leider auch nicht mehr, ob der gut ist oder nicht gut ist. Das vergesse ich dann immer so, wenn ich das Spiel ein paar Wochen, Tage, Minuten beiseite lege. So, wartet mal. Hier, skaliert auch primär mit Beweglichkeit. Achso, ich wollte gerade sagen, ich habe hier voll die Hallos. Das sind nämlich diese komischen Moskitos, ne, die ich da vorhin angesprochen habe. Die nerven voll und so. Aber der eine, der klemmt da gerade voll, deswegen mache ich mir da jetzt erstmal keine Sorgen. Ja, diese Wanderersachen, mit denen habe ich irgendwann mal, in irgendeinem Spieldurchlauf habe ich mal mit denen gekämpft. Weiß aber nicht mehr warum. Wahrscheinlich, weil ich irgendwie voll den bekloppten Weg eingeschlagen habe. Aber ich habe in meinem allerersten Dark Souls Spieldurchlauf sowieso wirklich alles falsch gemacht, was man nur falsch machen konnte. Also noch falscher als hier im Let's Play, ja. Und da brauche ich mich echt dann im Nachgang nicht zu wundern, warum mir das Spiel da so schwer gefallen ist. Also ich wundere mich, nee, eigentlich sollte man sich generell nicht wundern, weil wie gesagt, wenn man das komplett
ohne Hilfe spielt und da beharre ich drauf. Da beharre ich einfach mal total doll drauf, dass wenn man das ohne Hilfe spielt, ja, das einfach mal... Oh, der lebt noch. Oh Gott, ich glaube, ich bin weg. Oh Gott, ich bin... Oh Gott, okay. Und tschüss. Oh, ich stürze mich in die Tiefe und jetzt bin ich endgültig weg. Super. Super. Mein Plan, hier direkt zum nächsten Leuchtfeuer zu kommen, hat ja mal wieder wunderbar geklappt. Ey, ich bin schon wieder total begeistert und jetzt kann ich auch meine blöde Hassstelle nochmal machen. Ja, das ist dann wohl das Schandstadt-Phänomen. Was soll man machen? Da führt kein Weg dran vorbei. Das Blöde ist, wisst ihr, ich weiß gar nicht, ob ich euch das schon mal gesagt hatte, aber wenn mir einmal was misslingt, dann bin ich voll nervös und hektisch und habe keine Geduld mehr. Und dann kriege ich nichts hin. Ja, also der erste Durchlauf, im Sinne von, wenn ich jetzt hier in einem Spiel durchlauf, das erste Mal bei einem Ort bin, das ist jetzt mal die Übersetzung von Nagoya zu Nagoya, der geht immer noch, ne? Weil da habe ich dann immer noch ein bisschen Spaß dran und bin da immer voll vorsichtig. Und jetzt denke ich mir die ganze Zeit, Mann, ey, bist du doch schon gewesen, ey, ist voll langweilig, voll ätzend. Eigentlich kannst du das und möglichst schnell husch, husch, ne? Also das ist dann immer so meine Denkweise. Und ich kann die auch nicht ablegen, ja? Also auch wenn mir Leute dann immer schreiben, ey, chill doch mal ein bisschen und sei nicht so hektisch und ist doch alles gemütlich und hetz dich nicht. Nee, ich hetz mich ja nicht, weil das ein Let's Play ist oder weil ich jetzt hier parallel dazu aufnehme. Ich hetz mich einfach, weil das in der Natur meines Ichs liegt. Ja, auch wenn das total blöde formuliert war, aber ich kann dagegen halt immer nichts machen. So, und was ich gar nicht mag, ist, wenn hier Leute Randale machen, ohne sich irgendwie zu zeigen. Ja, das ist mal richtig feige und assi. Sowas. Hä? Warum hat denn der mich gerade meine Attacke hier unterbrochen? Aua. Ach, ich hätte vielleicht... Ach, Mist, ich hätte vielleicht auch das Leuchtfeuer da mal entfachen sollen, ne? Das wäre, glaube ich, gar nicht so, so dumm gewesen. Ich habe schon wieder Angst, dass ich meine ganzen Seelen gleich verlieren könnte. Ey, diese Stelle hier, das ist echt so meine größte Angststelle, muss ich sagen. Dass das jetzt hier irgendwie nicht hinhaut. Aber guck mal, der sieht mich gar nicht. Ah, doch. Wow, Alter, hat der eine Range. Okay, das habe ich gerade irgendwie nicht so bedacht. Ey, warum war das kein Backstab? Ich habe schon voll früh mein Schild runtergelegt. Und jetzt... Ah, okay, das hat aber geklappt. Jetzt müsste ich eigentlich immun sein, ne? Wäre ja noch schöner, wenn die einen parallel dazu immer treffen könnten. Aber nee, da bin ich echt froh, dass das jetzt hier zweimal geklappt hat. Und ich hoffe, dass das Spiel mich jetzt nicht zu einem dritten Versuch nötigen wird. So, einmal das überaus freundliche Kackhäufchen mitgenommen. Vielleicht sollte ich mir das irgendwie ins Gesicht schmieren, um meine Glückschancen zu erhöhen. Weil man sagt ja immer, dass Häufchen irgendwie Glück bringen. Wo ich mich echt manchmal frage, ob so eine... Oh, nein! Nein, hallo! Oh, Jochen, ey, du bist heute aber wieder eine Schnecke, oh. Oh, das war gerade echt nicht gut. Nein! Nein! Oh, 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 ich fall gleich runter. Nee, ich fall nicht runter. Puh, meine Güte, was für eine Dramaturgie. Ja, ich wollte gerade hier voll die eklige Überlegung zum Besten geben. Nämlich, ob es wirklich so eine Leute gibt, die dann sagen, oh, ich glaube an sowas und an Hufeisen und an Kleeblätter. Und Scheiße ist wahrscheinlich besonders glücksbringend, deswegen seife ich meinen ganzen Körper damit ein. Ey, wirklich, also ihr werdet jetzt vielleicht denken, was labert die für ein Schrott, aber... Es gibt bestimmt Leute, die so abergläubisch sind. Also wenn das überhaupt in die Kategorie Aberglaube fällt. Ich frage mich, ob diese Viecher, also dieses Ding, was ich hier gerade aus dem Weg geräumt habe, ob die auch irgendwie so einen Nahkampfangriff oder irgendwas können. Oder ob die wirklich nur ihr komisches Feuerchen machen können. Wovon bin ich denn eigentlich vorhin gestorben? Ach, ich weiß, der Giftschwucker, der hat mich erwischt, ne? Und dann kamen die Moskitos und dann, ja, kam ich nicht klar mit Moos. Ah ja, okay, ich glaube, ich weiß wieder. Also wenn jetzt hier keine Giftschwucker mehr sind, dann gehe ich mal davon aus, dass ich das jetzt hier hinkriegen müsste. Ich habe aber auch keinen blassen Schimmer, wo meine Seelen jetzt abgeblieben sind, wo ich die gerade verloren habe. Tja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht. Irgendwann sind ja hier auch so eine Feuerviecher noch ums Eck gekommen, ne? Und haben mich da auch nochmal irgendwie voll bedrängt. Und ja, also auf jeden Fall passt diese Code-Geschichte ganz gut hier zu Schandstadt. Weil ich wette, diese ganzen Gegner hier da unten sind meine Seelen. Ich wette, die ganzen Gegner, die seifen sich ja auch immer mit ihrer eigenen Gülle ein. Vor allen Dingen der uns immer das Jauche-Küchlein da lässt, ne? Es ist bestimmt so voll die Beauty-Empfehlung von ihm. Das ist gerade keine gute Situation, weil ich hier gerade irgendwie voll gegen die Leiter haue. Was soll denn das hier, ey?
Mann, aber immerhin kriege ich jetzt hier meine Dings zurück. Okay, okay, okay. Ganz ruhig. Ich weiß ja, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich darf mich nur nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das Problem ist, das geht bei mir mal so relativ schnell. So, und da muss ich mal gucken. Also eigentlich müsste ich mit meinem Schwert diese Moskitos ganz gut treffen, weil ich habe, guck mir ja auch andere Let's Plays an, ne? Und die liebe Evil Bloody Eyes, die hat sich da voll schwer getan mit den Moskitos, weil sie versucht hat, mit so einer helle Bade die zu bekämpfen und so. Und ich wusste ehrlich gesagt, bis ich das gesehen habe in ihrem Video, nein. Nein, ich klemme. Ach so, nee, doch nicht. Also so halb. Bis dahin wusste ich gar nicht, dass das so... Oh Gott, das ist gerade gar nicht gut. Ey, Leute, komme ich jetzt hier nicht raus? Ey, ich will echt überall sterben, aber nicht hier. Alter Verwalter, wo bin ich? Nein! Nein, okay, das mit der Vergiftung ist jetzt nicht schlimm. Ich will einfach nur ein bisschen Orientierung haben. Oh, und jetzt kommen auch noch diese blöden Moskitos. So, ich werde jetzt mal hier alle aus dem Weg räumen. Auch wenn ich Gefahr laufe, jetzt zu sterben. Weil das Leuchtfeuer, das ist ganz in der Nähe. Ich müsste eigentlich jetzt nur ein bisschen mich konzentrieren und sollte mir vielleicht von denen nicht so viel abnehmen lassen. Aber eigentlich sind die gar nicht so schwer. Einmal abblocken, einmal sollen die in mein Schild beißen und sich ihre Zähne an den Kristallen brechen und dann geht das eigentlich. Weil danach eins auf die Rübe und weg sind die. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich jetzt hier oben noch eine ausgelassen habe, weil ich doch da irgendwie so blöd runtergefallen bin. Das Blöde an denen ist halt immer, dass die irgendwie immer so voll aus nichts auftauchen und so, ne? Und die Vergiftung, die ich jetzt habe, die ist nicht so schlimm wie die andere. Und die könnte ich direkt auch mit den normalen Moosklumpen heilen. Allerdings müssen wir gleich wieder in die Gülle runter. Und ja, da werde ich mir dann wahrscheinlich wieder eine Vergiftung einfangen. Und deswegen lohnt sich das nicht. Ey, wie Jochen da jetzt gerade nicht mal aus dem Wasser, hätte ich fast gesagt. Oh nein, oh nein. Oh Mann, ey, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, aber genau das meine ich. Ja, Mann, ey, so eine blöde Mistkacke, ey. Boah, jetzt darf ich diesen ganzen blöden Weg nochmal latschen, ey, schon wieder, weil ich irgendwo so dumm da hängen geblieben bin, ja. Wisst ihr, wenn das Leuchtfeuer nicht unmittelbar in der Nähe wäre, dann wäre das gar nicht so schlimm. Also ich werde es jetzt definitiv drauf anlegen, einfach nur zum Leuchtfeuer hinzugehen. Ja, ist mir jetzt vollkommen Wumpe, ob ich da jetzt die ganzen Gegner auch mitnehme und überhaupt. Aber ich wette jetzt, weil jetzt habe ich gerade richtig den Rand voll, ne? Also das wäre jetzt eigentlich so ein Punkt, wo ich sage, das war's für heute mit diesem Part, aber ich möchte jetzt meine Seelen wieder zurückhaben. Und das ist jetzt schon wieder so ein hässlicher Leistungsdruck, mit dem ich nicht umgehen kann, ja? Ah. Wisst ihr, ich habe immer so nicht so das Problem damit, wenn ich bei schwierigen Bossen draufgehe. Also ja, da habe ich auch ein Problem mit, das ist jetzt ein bisschen gelogen. Aber wenn ich dann da irgendwo hängen bleibe oder keinen Überblick mehr habe, ja? Weil das Spiel einfach irgendwie in dem Moment so voll blöd ist, ey. Dann habe ich da immer null Verständnis für... Ja, entschuldigt bitte. Eigentlich wollte ich mich ein bisschen zusammenreißen. Aber ich habe mich gerade so kurz vorm Ziel gesehen. Und war so stolz, dass mir das zweimal da gelungen ist mit dem dicken Kloppi und so. Und ja, jetzt bin ich voll traurig. Jetzt habe ich irgendwie... Jetzt ist meine Motivation voll flöten. So, jetzt kommen die hier vielleicht wieder hoch irgendwann. Aber ich glaube, ich schaffe die auch so, oder? Ach, ich lasse mich einfach runterfallen. Jetzt ist eh alles egal. Ich wette, ich krieg meine Seelen eh nie wieder. Werde sie nie wieder sehen, obwohl die, glaube ich, schon für ein Level-Up ausgereicht hätten. Das ist immer so meine Messlatte, ne? Also wenn ich Seelen in der Größenordnung von unter oder von deutlich unter einem Level-Up ja, verliere, dann ist das für mich immer nicht so tragisch. Aber das war... Ach ja, da war ja was. Die Range, die ist mir vorhin schon aufgefallen. So, immerhin ist das jetzt hier gelungen. Der ist noch nicht weg, ne? Aber ich glaube, dem fehlt ja jetzt auch nicht mehr viel. Na, obwohl... Oh, das war gerade blöd. Da habe ich gerade nicht geblockt. Okay, ich glaube, das... Na, Hilfe. Ich sehe hier nichts. Ey, diese Kamera, die ist echt so eine reine Voll... so eine reine Vollkatastrophe. Und mein gesundheitlicher Zustand momentan auch. Ey, ich warte nur darauf, dass irgendwas ausbricht, ja. Ich glaube, Schandstadt trägt nicht dazu bei, dass ich hier sonderlich gesund bleibe. Also so nicht als Jochen, sondern als Real-Life-Mensch und überhaupt. Aber für Jochens Gesundheit ist das ja auch, glaube ich, gerade nicht so die beste Kur. Okay, ich habe mich einfach mal total blöd angestellt, ja, wenn ich das jetzt mal so resümieren darf. Und der Weg nach unten ist eigentlich nicht so schwer, weil auf diesen Stegen kommen ja nur diese komischen feuerspuckenden Käfer, die wahrscheinlich, weiß ich nicht so oft Besuch bekommen und deshalb immer so
ja, so irgendwie ihre ganzen Freunde immer zusammentrommeln und mich dann irgendwie alle in die Mangel nehmen müssen und so. Aber lasst euch gesagt sein, ich bin kein guter Gastgeber und ich bin auch nicht interessiert an eurer Gesellschaft und Gastfreundschaft, je nachdem aus welcher Perspektive man das betrachten möchte. So, ey, wenn es mir jetzt gelingt, das Blöde ist, ich wollte gerade sagen, wenn es mir jetzt gelingt, meine Seelen noch zurückzuholen, dann bin ich echt ein glücklicher Mensch. Aber das Problem ist, dass die habe ich, glaube ich, an einem voll blöden Ecke verloren. Ne? Das ist, glaube ich, echt nicht so cool. Ich dachte gerade, da wären die, aber das ist nur so ein hässlicher, schimmernder Krug. So, wie machen wir das jetzt am besten? Ey, ich finde, da unten sind die. Da unten sind die, ey, die sehen voll weit weg aus. Tja, ich habe ja keine Ahnung, wo ich jetzt hier immer mit Gegnern und so rechnen kann. Am liebsten würde ich da jetzt so einen Hechtsprung runter machen und die irgendwie voll umarmen. Aber irgendwie will ich auch die Leiche da unten haben. Ja, vielleicht sollte ich mich auch nicht immer runterfallen lassen, ne? Weil deswegen verliere ich dann wahrscheinlich auch immer meine Energie und komme dann immer nicht klar. Achso, das ist die Stelle. Okay, daran erinnere ich mich noch. Ah, guckt mal. Die sind da voll dahinter. Okay, das ist schon wieder... Mann, ey, das ist doch hier echt so ein totaler Abkackort, ey. Was soll denn das, ey? Hier ist die Kamera auch irgendwie total behindernd, ey. Was klemmte denn da gerade in diesem Holzgerüst? Habt ihr das auch gesehen? Guckt mal. Jee. Oh, oh. Ich höre dich doch. Ich habe doch gehört, wie da gerade irgendwas zerschellt ist. Oh, und diese Moskitos. Und dann klappt das mit dieser Zielfixierung immer nicht, ey. Das ist doch echt der totale Albtraum hier. So, ist dahinter noch einer? Das waren ja ursprünglich mal zwei, ne? Aber ich glaube, ja, den anderen habe ich jetzt irgendwie aus dem Weg räumen können. Ja, und wo ist jetzt der reguläre Weg weiter nach unten? Ist jetzt hier irgendwo noch eine Leiter? Habe ich irgendwie noch nie so ganz begriffen. Ich habe mich, glaube ich, immer so ein bisschen Tohuwabohu-mäßig in die Tiefe gestürzt, ohne... Ah, guck mal, das sieht doch nach dem richtigen Weg aus. Und da ist auch meine Leiche dann nicht mehr allzu weit entfernt. So, ja, nee, okay, da müsste ich nur noch treffen, ne? Ja, wenn das natürlich passiert, dann tue ich mir damit... Ey, ist das jetzt die böse Vergiftung? Ey, das ist die schlimme Vergiftung, glaube ich. Nee, oder? Ach, Mist, ey, das ist doch schon wieder hier... okay, das wusste ich nicht, dass diese Moskitos auch diese... diese Vergiftung zustande bringen können. Okay, jetzt kommt purer Aktionismus. Kann ich? Ja, okay, sehr gut. Da habe ich an den Sturzangriff gedacht. Ja, Negoja hat mal mitgedacht. Kommt nicht allzu häufig vor, aber manchmal gelingt das irgendwie. So, jetzt bist du weg. Jetzt will ich ganz schnell zu meinen Seelen. Und jetzt will ich ganz schnell irgendwo... Okay, wartet mal. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, die mache ich jetzt noch, weil... Ey, das kann's doch nicht sein. Warum kriege ich denn hier immer diese blöde Drecksvergiftung ab? Mann, ey, ich dachte, jetzt habe ich hier die ganzen Giftspucker aus dem Weg geräumt und das sind übrigens noch nicht alle gewesen und dann habe ich jetzt irgendwie meine Ruhe, aber Pustekuchen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht diese schlimme Vergiftung. Mir fällt nämlich gerade ein, dass diese mit Blume vielleicht auch diese leichte Vergiftung heilt. Das kriege ich jetzt aber leider nicht mehr zusammen. Nein, stirb. Oh Gott. Nein, ich habe die Dings nicht drin. Mann, ey, Alter. Okay, ich will jetzt diese Leiche, die will ich. Die will ich, die will ich, die will ich. Und ich glaube, wenn ich dann dieser Wand hier einfach immer folge... Oh Gott, dann müsste ich auch beim Leuchtfeuer bald sein. Dann müsste ich auch bald beim Leuchtfeuer sein. Ich glaube, das war die richtige Syntax. So, und einfach mal immer feuchtfröhlich nach vorne. Und da sind wir schon. Oh mein Gott, da sind wir schon. Endlich, 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 endlich. Meine Güte, ey, drei Anläufe hat das benötigt. Oder waren das vier? Ich weiß das schon wieder gar nicht mehr. Auf jeden Fall bin ich gerade mega, 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 mega doll erleichtert. Und ich glaube, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich mache jetzt hier einen auf Vitalität. Und ich glaube, ich könnte jetzt im Grunde genommen... Warte mal, ich glaube, das probiere ich jetzt nochmal. Weil ich könnte jetzt mit den Seelen, die ich noch im Inventar habe... eventuell noch ein Level-Up generieren. Wartet mal, wie viel waren das jetzt nochmal? 9505. Ich probiere das mal eben nochmal. Denn ich habe irgendwie das Gefühl, als ob ich hier noch echt Schwierigkeiten kriegen könnte, auch mit dem Boss. Also ich weiß, viele Leute finden, dass dieser Boss irgendwie voll Pipifax-mäßig ist und dass der
voll keine Herausforderung darstellt und überhaupt. Aber wie gesagt, ich bin hier verhältnismäßig schlecht gelevelt, zumindest für meinen Geschmack, ja. Und habe mit so einem niedrigen Level noch nie hier Schandstadt besucht, geschweige denn den Boss hier mal ausprobiert und so. Und ich glaube, theoretisch, aber das mache ich dann wahrscheinlich im nächsten Part, oder? Wow, 2000? Ey, diese Kriegerseele ist ja richtig cool. Wartet mal, ich guck mal eben kurz, ob ich hier noch irgendwas anderes habe. Kann ich mir ja direkt hier auch in so einen Slot packen. Weil Kriegerseele wäre jetzt zu viel. So viel brauche ich nämlich gar nicht. Machen wir Stolzer Krieger, ist dann wahrscheinlich noch besser. Ich probiere das mal mit dieser Soldatenseele. Und hoffe, dass wir dann vielleicht auf die 9500... Ja, perfekt, okay. Ist zwar ein bisschen mehr, als ich mir gewünscht hätte, aber das ist hier schon wieder Korinthenkackerei. So, und das nächste möchte ich dann... Ja, das ist das Blöde an meiner Waffe, ja. Ich liebe meine Waffe und die ist irgendwie so an sich voll cool und alles, aber die skaliert zu wenig mit Stärke. Und ich weiß, dass ich hier, dadurch, dass ich diesen komischen Waldhorst-Eid abgewickelt habe, werde ich hier die Möglichkeit bekommen, noch ein paar bessere Waffen einzukaufen. Und ja, eigentlich wollte ich auch Intelligenz auf 20 machen, ne? Aber ich mag es irgendwie mehr, wenn da runde Zahlen stehen. Obwohl die 15, die geht auch noch. Die sieht auch irgendwie ästhetisch wertvoll aus. Na gut, ist egal. Ich werde mich auf jeden Fall im nächsten Part hier etwas genauer umschauen. Wir werden im nächsten Part mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit noch nicht den Boss bezwingen. Aber wir werden viel Spaß im Schlamm haben. Da bin ich richtig überzeugt von. Und meine Vorfreude kennt gerade keine Grenzen. Und ja, ich danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten, Leute. Und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, ciao!